Die deutschen Leichtathleten, die stehen momentan zwischen zwei Terminen. Am vergangenen Wochenende, da war in Neubrandenburg die Jugend- und U20 deutsche Meisterschaften. Und am kommenden Wochenende, da sind in Leipzig dann die Meisterschaften der Erwachsenen, der Senioren, der Männer und der Frauen. Und wir schauen mal kurz auf die Situation und auf einige Sportler der LG Stadtwerke München, die sich hervorgetan haben jetzt bei der Jugendmeisterschaft. Fabian Olbert ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Der Sprinter der LG Stadtwerke München explodiert vom Start weg und pulverisiert das restliche Teilnehmerfeld über die 60-Meter-Strecke. Mit 6,7 Sekunden sichert sich Fabian Olbert den Titel bei den deutschen Jugendhallenmeisterschaften. Spannend macht es Joel Akü, der erst in seinem sechsten Versuch sein ganzes Können abruft. Doch dann beeindruckt der Kugelstoßer die Konkurrenz mit 18,96 Meter. Der Titel des deutschen Hallenmeisters in der U20 ist der bisher größte Erfolg für den Münchner. Joel Akü und Fabian Olbert sind zwei von 16 Münchner Nachwuchstalenten, die bei der deutschen Jugendhallenmeisterschaft in Neubrandenburg an den Start gingen. Damit stellte die LG Stadtwerke etwa ein Drittel der bayerischen Teilnehmer bei diesen Meisterschaften. Die Leichtathletikgemeinschaft Stadtwerke München setzt sich aus 11 Vereinen zusammen. Einige der Athleten werden am kommenden Wochenende bei den deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in Leipzig erneut an den Start gehen. Heute aber haben sie Platz genommen und einer hat wenigstens seine Medaille dabei. Ja, ich sage nochmal Glückwunsch an beide zum Titel, an Fabian Olbert und Joel Akü. Jetzt hat es geklappt. Wunderbar. Ja, du hast die Medaille dabei und Fabian hat sie wo? Die ist noch zu Hause. Aber du hast sie wenigstens mitgebracht, ja? Nicht, dass sie verloren gegangen ist. Nee, also verloren habe ich sie nicht. Das wäre schon peinlich. Okay. Es war ein Highspeed-Rennen von dir. Selber überrascht gewesen, dass du so durchkommst und vor allen Dingen die anderen auch so distanzierst? Also überrascht bin ich jetzt nicht wirklich, weil ich die Zeit schon 4 Wochen zuvor gelaufen bin und 2 Wochen zuvor bin ich noch schneller gelaufen. Deswegen war die Zeit jetzt nicht allzu überraschend, aber ich wurde ja auch mit ziemlich großem Abstand zu der Konkurrenz auch gemeldet, deswegen war es jetzt nicht allzu überraschend. Es war die Favoritenrolle vor dem Rennen, das war klar. Die lastet auf dir? Ja, das lastet natürlich immer auf einem. Man muss natürlich auch immer schaffen, dass man seine Zeiten auch halten kann. Also ich bin da vorne 6,68 gelaufen, da vorne 6,70. Das in so einem kleinen Rahmen zu halten, ist auch relativ schwierig. Besonders dann, wenn man in der Favoritenrolle steckt und dann noch den Druck eben dadurch verspürt, dann ist es nochmal besonders schwierig. Und eine Medaille hätte es auch mehr sein können in der Staffel. Ihr habt gewonnen, Gold war drin und plötzlich war es weg. Was war los? Also das Staffelholz ist sogar nicht liegen geblieben, ist sogar durchs Ziel gekommen. Aber da gab es einen kleinen Wechselfehler und zwar wurde eine Wechselraumzone und wenn die überlaufen wird, dann ist die wird die Staffel für ungültig erklärt. Das habt ihr auch während des Rennens schon gemerkt oder erst als ihr im Ziel wart, kam plötzlich die Ansage, Disqualifikation, das war's mit Gold? Also im Livestream sieht man es nicht ganz genau, aber man sieht die Kampfrichter schon die Fahne heben und ab dem Moment weiß man, ja, gelaufen ist das Ding. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Schade drum. Du warst der Überraschungsmeister der U20 beim Kugelstoßen, bist nicht als Favorit angetreten. Ja. Und hast es auch wirklich ausgereizt bis in den letzten Versuch? Bist du so nervenstark oder warst du dann nochmal so alles auf eine Karte und jetzt mache ich es einfach? Also ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht so viel nachgedacht beim Wettkampf, beim Stoßen, weil beim Einstoßen habe ich mich gut gefühlt. Die sind weit geflogen und dann war ich ja bis zum 4. oder 5. Versuch auf dem 3. Und dann hat mein Trainer gemeint, ich könnte jetzt das Ding auch mal gewinnen. Und dann einfach so gestoßen. So als Ansporn oder hat er gesagt, jetzt könntest aber wirklich mal einfach auch mal gewinnen? Ja, also nee, also die anderen waren ja auch dem Tag nicht so stark. Und so eine Chance kann ich mir ja nicht entgegenlassen. Und dann habe ich einfach drauf gebolzt und das Ding gestoßen. Ja, 1996 persönliche Bestleistung. Nee, 1896, hoppala. 1996, dann wäre es noch besser gewesen. Nicht schlecht, ja. Auf der Aufnahme war zu sehen vorhin, da ist auch nicht mehr viel Platz da hinten gewesen. Wie viel war noch ungefähr? Ein Meter? Und ja, dann Schluss Meter, also 20. Und dann wäre es, glaube ich, auch schon ins Parkett geknallt oder wie? Ah, sauber. Was wiegt denn jetzt so ein Titel für dich, der überraschend kommt, aber natürlich dich umso mehr freut sicherlich? Also das ist auf jeden Fall mein größter Titel bis jetzt. Also letztes Jahr bin ich 3. geworden bei den Deutschen, auch überraschend. Aber das ist jetzt das Größte, was ich bis jetzt gemacht habe. Und das freut mich auf jeden Fall. Also ich bin überglücklich darüber, dass es jetzt geklappt hat, weil ich auch nicht damit gerechnet habe, dass es wirklich für den Ersten reicht. Also ich bin schon davon ausgegangen, dass eine Medaille schön wäre, 1 bis 3, aber dass dann wirklich der Erste geworden ist. Finde ich krass. Also ja.
Du bist ja Spätstarter, ist vielleicht ein bisschen falsch zu sagen, aber jetzt noch gar nicht so lange direkt beim Kugelstoßen als Spezialdisziplin dabei. Ja. Leichtathletik warst du schon verbunden, aber du warst Stabhochsprung, dann glaube ich Zehnkampf und jetzt plötzlich seit anderthalb Jahren so Kugel. Ja. Warum hat sich das dann so rauskristallisiert, dass die Kugel jetzt da das Lieblingsgerät ist? Also ich weiß nicht, ich war beim Mehrkampf, beim Günther Meier, habe da eigentlich alles gemacht, alle Disziplinen mitgenommen. Und dann habe ich mich da aber verletzt vor den deutschen Meisterschaften und dann hieß es halt, was mache ich jetzt? Und dann ist der Andi auf mich zugekommen, hat zu mir gemeint, ja, ob ich mal Lust hätte, bei ihm in seiner Trainingsgruppe vorbeizuschauen. Habe ich einfach mal gemacht. Es war zwar hart, die ersten Wochen gleich in der Ausdauerphase dazugekommen. Also das ging schon an meine Grenzen, aber ich habe es ja durchgezogen und dann, es hat sich auch gelohnt, also auf jeden Fall. Du wirst aber jetzt am kommenden Wochenende nicht starten bei der Deutschen Meisterschaft der, ich sag mal, Erwachsenen, der Senioren, weil du noch nicht mit der Kugel, die dann, ich habe es notiert, ich wusste gar nicht, 7,26 Kilo schwer ist, darfst du nicht in der U23-Altersklasse antreten. Ein bisschen traurig von der Form her, ja, ist ja gut, oder? Ja, es wäre sicher gut gegangen, aber die stoßen dann auch noch ein Stück weiter, drücken ein bisschen mehr Bank als ich. Also ich glaube, da habe ich dann nicht mehr so die Chancen. Aber als Erlebnis wäre es was gewesen. Du wirst mitlaufen bei der Deutschen Meisterschaft in Leipzig und gehst jetzt da wie ran. Da bist du nicht der Favorit. Also ganz andere Situation. Also das ist natürlich nochmal ein besonderer Ansporn, wenn man nochmal gegen Schnellere läuft. Also die letzten Jahre war es so, dass ich nicht immer so hoch favorisiert war wie dieses Jahr. Letztes Jahr wurde ich zum Beispiel in der U20 Zweiter. Und jetzt dann ist es dieses Jahr mein erster Wettkampf, wo ich dann auch wirklich gegen Schnellere laufe, also die eine schnellere Meldezeit haben. Und das ist auch nicht nur einer schneller, sondern das sind schon ziemlich hochkarätige Leute dabei. Auch der deutsche Rekordhalter. Und es spornt natürlich einen schon nochmal an, dass man jetzt die Chance hat, bei den Großen, also bei den wirklich Profis dann, sich einen Namen zu machen. Die Chance, die lässt man sich nicht entgehen. Was rechnest du dir aus? Was kann drin sein, wenn es richtig super läuft? Also mein größtes Ziel wäre einfach eine Medaille bei den Männern. Also das wäre was Schönes, da würde ich nicht Nein sagen. Und dann haben wir ja noch die WM, die U23-WM, glaube ich, ist es? Oder Junioren-WM? U20-WM. U20 ist dann draußen. Okay, wo ist die dann? Die ist in Nairobi. Oh, in Kenia. Genau. Wann ist die? Im Sommer irgendwann? Ja, im Sommer. Ja, für beide das aktuelle Ziel, das auf jeden Fall, das wichtigste, ja, Ziel der Saison? Auf jeden Fall. Das wäre mein größter Traum, da mal zu starten, international, mit den Deutschland-Sachen, mein Land repräsentieren. Neben Togo, das ist schon auf jeden Fall was Schönes. Dann mach so weiter. Du auf jeden Fall. Vielleicht ja mit einer Medaille dann auch jetzt von der Meisterschaft vom Wochenende noch nach Zuge. So doppelt dekoriert. Danke euch, dass ihr gekommen seid, so direkt nach dem Wettkampf hier, ja, ins Studio.